Hallo und herzlich willkommen zum Euro Truck Simulator 2 zusammen mit Rock of Sosa, Arctic Soldier und der Leberwurst. Moin. Hallo. Guten Tag. Habe ich jetzt gerade richtig verstanden? Rock of Sosa? Habe ich gerade. Ja, ich bin halt eine Soße, weißt du? Ja. Eigentlich bist so du gern, doch der rennende organische ist. Stein, ne? Ja, ja, auch. Alter, da kachelt mir einer fast hinten in den Trailer rein. Was ich sagen muss, was cool ist, dass wir wirklich jetzt auch mal eine Tour vom gleichen Auftraggeber bekommen haben und mit dem gleichen Auftrag quasi noch durch die Gegend kutschen. Das wäre halt auch diese Hole-In-Geschichte, dass man einen eigenen Trailer hat, was ich ja gerade für also, so von Voice geil finden würde. Andi, wie lange ist das her, dass wir uns darüber schon mal unterhalten haben? Über ETS 3. Ja, über was oder was ist für ein ATS bzw. ETS, also bezüglich eigener Trailer. Das ist lange her, ne? Das ist allgemeine Verbesserung. Dreiviertel Jahr oder so, boah. Die vorletzte Suchtphase. Ich glaube, das war die im Januar. Nee, früher. Nee, das war letztes Jahr mal. Naja, ist über ein halbes Jahr her. Januar. Ich glaube, es war aber auf jeden Fall schon letztes Jahr. Ich hatte aber dieses Jahr nur eine Suchtphase vor dieser und das war irgendwann im März, glaube ich. Ja, und die war nicht gerade groß. Heißt, Deutschen können alle nicht fahren, .de. Der Kevin. Ich meine, kommt selber aus Deutschland. Aber am schlimmsten fahren eigentlich die Russen, wobei, das Vorurteil hatte ich früher immer. Mittlerweile muss ich sagen, also es ist generell viel gesitterter geworden im Multiplayer. Ja, nachdem sie ja die Bannregeln drin haben mit den Anmeldungen. Die Russen grüßen ja sogar freundlich, hupen mal. Anstatt so wie früher dann mal den Geisterfahrer zu machen, wenn sie was sehen. Man muss einfach nur an die richtigen Leute kommen. Dann ist das Land wieso völlig egal. Ja, auf jeden Fall. Das ist, die Herkunft hat da nichts zu bedeuten. Ja. Nur man kann sich halt mit denen halt nicht verständigen. Das ist dann nochmal ein Kontrapunkt, ne? Was für ein Tempomat hast du? 75. Okay. Hier ist 70. Gucken Sie sich doch mal die Verkehrsschilder an, Mensch. Ja, weil du wieder anfängst so zu springen. Jo. Und Schaden. Er sagte es gerade und ich. Und er und er in dem Moment bist du quasi stehen geblieben für 5 Sekunden. Er sagt es und dann sehe ich bei mir nur, oh, das Bild steht und dann wusste ich schon, was gleich passieren wird. Hast du viel Schaden bekommen? Nee, ich bekomme. Der zuckelt, bekommt dabei gar keinen Schaden, weil bei mir bin ich ja halt nochmal weitergefahren quasi. Na gut, weil ich bin hier mit 75 voll hinten drauf. Hab selber nur 1% Schaden, aber ich war halt runtergebremst auf 0, also da kann eigentlich was nicht stimmen. Entweder dein Anhänger wurde zusammengefaltet wie eine Ziehharmonika oder irgendwas passt hier ganz und gar nicht. Ja, das ist halt das Problem mit dem Multiplayer, die Synchronisation und so. Ja. Das so zuckelt und ruckelt halt bei mir im Multiplayer manchmal, obwohl ich eigentlich einen Bomben-Ping hab. Aber mir sind teilweise die etwas verrückten Franzosen aufgefallen, muss ich sagen. Halt, also die extrem gewagt überholen und halt mit 110 auf der Landstraße fahren. Ja, wobei ich muss sagen, ich bin letztens auch mal ein bisschen sportlicher unterwegs gewesen. In den Alpen, da bin ich in eine Passstraße gefahren. Und bin halt immer schön Ideallinien in der Serpentine. Und da musste ich auch einmal einen ordentlichen Schlenker machen, um dann nicht einen im Gegenverkehr mit abzuräumen. Ja, die Serpentinen sind echt fies, also das ist echt so eine Stelle, da bräuchte man eigentlich Sprachkontakt. Ja. Weil, dass man halt anfunken kann, ob da unten jemand ist. Und du hast halt, ich sag mal, Serpentinen schneiden alle. Es gibt kaum Leute, die da wirklich sauber mit 50 so durchzirkeln. Mit Lenkrad geht das ganz gut, aber mit Controller ist teilweise auch schon schwierig. Ja, das Problem beim Controller ist, dass man nicht so wirklich schnell einlenken kann. Ja. Wobei, einparken kriege ich mittlerweile eigentlich ganz flott hin. Und das Problem ist halt, wenn du ein bisschen zu spät dran bist, dann kommt der halt mit dem Vorbild auch einfach nicht mehr hinterher. Stellt sich dann extrem an. So, wir sind in Karlskrona gleich angekommen. Und ich setze dann natürlich noch eben kurz nach Danzig über. Dann müssen wir eben gucken, ob ich dann mir in Danzig was schnappe und dann wieder rüberkomme oder wie das dann geht. Der Volvo, der steht schon ganz gut so im Saft, wenn du mal einmal Gas gibst. Ja, da liegt Saft an, ne? Da liegt Saft an. 1600 Kilometer, so langsam kannst du den auch mal ein bisschen mehr abverlangen. Nicht immer nur so Kuschelgas.
Puschelgas, ah. Ja, ein bisschen. Kennst du das nicht von Top Gear, wo die ein halb so ein Quietscheentchen unter das Gaspedal tun, damit man halt weniger Gas gibt? Weil das quietscht ja dann. Oh. Klingt interessant. Wo musst du abliefern? Bei hier. Welchem. So, würde ich sagen, fahre ich jetzt gleich mit leer mit nach Danzig, ne? Ja, du kannst eigentlich eben stehen bleiben. Ich guck mal, wo ich eine bessere Fahrt habe. Genau, du kannst ja schon mal die erste eine Fahrt außen, aber bitte noch nicht abholen, weil nachher habe ich dann keine Fahrt dahin und das wäre dann blöd. Ja, ja, ich würde eh warten. Aber du kannst ja schon mal gucken, wie so die Lage ist, mal abchecken, was da so, was da Phase ist. Aber ich habe mir mittlerweile angewöhnt, zwischendurch auch mal im Singleplayer zu spielen. Es kommt dann auch mal gerne mal so 100.000, wenn man zwei, dreimal schläft, rein. Ja. Und wenn ich mal ein paar Fahrer mehr investieren würde, dann wird das ja auch mal deutlich hochgehen. Ja, ich hatte das eben, ich stand ja irgendwo in Aberdeen oder so, oder Glasgow. Dann hier rüber und gibt schon ordentlich Geld, wenn man viele Fahrer angestellt hat. Und ich bin jetzt mittlerweile fast im dreistelligen Bereich bald. Ja, ich sag mal, irgendwann. Also die Geldkomponente spielt halt nur am Anfang die große Rolle und irgendwann ist man dann eher scharf auf die Level, beziehungsweise wenn man jetzt so der Typ ist, Welterkundung und sowas hoch. Ja, eigentlich Level, ich würde halt gerne wirklich alles voll haben irgendwann mal, das hatte ich mich noch auf keinem einzigen Profil. Ja, ich glaube aber Level 50 oder so ist maximal oder geht sogar endlos weiter. Nee, also Miguel ist Level 73. Okay. Ja, der hat wahrscheinlich also, auch immer nur ein Profil gemacht. Ja, der hat nur ein Profil. Also alle Profile zusammengerechnet hätte ich auf jeden Fall schon alle. Nee, aber ich meine, dass man wirklich mal alle Dings, auch alle Skills auf Maximum hat, weißt du? Ja. Oh, der Franzose möchte jetzt hier wahrscheinlich rein gleich zum Einparken. Also ich habe ja wieder einen Kredit aufgenommen für meinen Truck. Ja gut, das muss ich halt muss ich jetzt nicht mehr machen. Ich muss einfach nur einmal schlafen gehen. Hast du denn alles zurückbezahlt? Ja, ne? Ja, klar. Was auch mal cool wäre, wären hier Wechselbrücken, Wechselbrücken. Wären cool. Ja, dass man generell halt mehr Variation oder auch Tieflader, weißt du, die du vorne halt unterbrichst, wenn du ablädst, so, weißt du? Hm. Weiß nicht genau, wie die heißen. Tieflader. Ja, aber halt die Tieflader, die du nicht hinten mit so einer Rampe befährst, sondern die du quasi hinter der Sattelplatte löst und dann da runterfahren kannst. Also ich muss jetzt noch 50 Kilometer bis nach Danzig dann reinfahren. Und ich muss noch ein bisschen Reifenverschleiß und so reparieren. Und eine Macke am Fahrerhaus. Ah, Beinschlag? Ja, wahrscheinlich. Ich habe jetzt auf meinem neuen Scanner, der ist ja auch flammneu gewesen, ich glaube 6 Kilometer hatte der, als wir losgefahren sind, jetzt auch bald die 600 Kilometer dann. Ich habe 1602. Hat schon ganz gut was gerissen. Ganz gut was runtergerissen. So, wo zieht es uns denn so hin? Karlskrona wieder zurück, genau, ja, da hätte ich. Nee, Karlskrona ist genau bei dir im Ort. Das ist eine Ort zu Ort. Ich könnte nach Bergen, Landstraße. Oh, das wäre schön. Ich schau auch gleich. Also Bergen ist ein absolutes Highlight meiner Meinung nach. Vor allem die Straße zwischen Oslo und Bergen ist so der Knaller. Ja. Also wer da noch nicht war, unbedingt mal hinfahren. Das ist ein bisschen eng. Aber ich bin echt mal gespannt, wie dann im ATS die ganzen Trailer und so aussehen. Was die dann so für Lasten haben. Weil ich meine, in Amerika sind es halt auch sind es auch vermehrt die Zweiachs-Trailer, die hier fahren, ne? Und ja. Mal gucken, wie sie das umgesetzt haben. Wir haben ja hier hauptsächlich Dreiachs, ne? Ja, eben Zweiachs Zugfahrzeug und dann eben den Dreiachs-Trailer. Ist halt eigentlich auch besser. Ich meine, du hast halt in Europa allgemein halt auch die Begrenzung mit der Länge, ne? Ja. Obwohl, die gibt es in den USA auch, die ist nur höher, ne?
Ja, und deswegen können sie halt auch alle die langen Dreiachser mit dicker Haube fahren. Ja. Ja. Und der doch schon direkt mal 2 Meter länger oder so. Deswegen haben die sich in Deutschland nicht durchgesetzt. Also, deswegen werden sie nicht mehr produziert. Genau, wann hat Scania das letzte T-Modell vom Band laufen lassen für den europäischen Markt? 2005. Na, ist das nicht sogar noch etwas später gewesen? Ich weiß nicht, ich würde jetzt wirklich gerade einfach... Oder 2007 oder sowas? Hat es nicht mal 2007 erzählt? Oder 2008 so? Ich weiß nicht. Also 10 Jahre kommt mir jetzt ein bisschen krass lang vor. Ich weiß, ich kann mich da noch dran erinnern. Also wer es nicht weiß, ich wohne ja sehr weit von meinen Verwandten weg. Also knapp 350 bzw. 400 Kilometer. Ich erinnere mich damals, da konnte man noch mehr oder weniger... die LKWs zählen, sag ich mal, da hat man auf jeden Fall mal ein Dutzend oder so auf der ganzen Fahrt gesehen. Und ja, mittlerweile sieht man die halt nicht mehr und ich weiß aber auch nicht, wann das irgendwann mal abgebrochen ist. Wann da die Grenze irgendwann mal war. Der 22. April 2005 um 14.51 Uhr wurde der letzte Scania gebaut. Ein T-Haubenwagen. Ein T-Haubenwagen. Also wann wurde es jetzt? Ich hab's nicht zugehört. 2005. Ja, da war ich doch richtig. Ja, sehr gut. Das merkt man, wenn man Asphalt-Cowboys guckt. Haben die das da erzählt? Die hatten das irgendwann mal von einem bei einem Truck-Treffen. Da hatte einer von der letzten Baureihe und den hat er seit 2005. Ich meine, die sind halt optisch schon cool, ne? Muss man ja, sagen. Die haben schon extrem was. Und haben halt auch die dicken Motoren drin. Das ist auch einer der coolsten Modifikationen für ein ETS, meiner Meinung nach, das T-Modell. Ja. Weil der auch echt umfangreich ist und echt super gemacht. Und hast du nicht gesehen, zufriedenstellen? 3,1%. Wo hab ich nie auf einmal her? Vielleicht hast du ja doch Schaden gekriegt bei unserem Zusammenstoß. Nee, da hatte ich null. Da bin ich irgendwo anders dann hängen geblieben. Stockholm, ja gut. Upsala wieder. Ja. Dann gucken wir, ob du nach Bergen kommst. Das wäre geil. Grün, Kalmar, nee. Karlskrona. Hannover, Kiel, Karlsruhe. Karlskrona. Auf Wempen, Danzig. Also, ich kann von Karlskrona halt direkt dahin. Kopenhagen hätte ich. ich könnte von Jon Köpping. Von Aria Jönköping könnte ich da hinfahren, aber das ist nochmal elendig weit hinter Jönköping Stadt. Jönköping Manchester? Boah, Manchester würde ich auch ganz gerne hinfahren. Das wäre halt, hast du in Jönköping eine Werkstatt? Habe ich glaube ich nicht. Mal gucken. Aber vielleicht in Linköping? Ich habe ein oder wenig über. Wexjö habe ich gar nicht entdeckt. Edinburgh oder was? Ich habe in Skandinavien allgemein nicht noch nicht die meisten, weil in Skandinavien. Ich habe noch 3 fehlen mir noch. Bergen hätte ich eine Garage. Uppsala. Aber wenn du eine. Hast du eine Fahrt nach Oslo? Nee, ich meine nicht. Das wäre mir auch aufgefallen. Aber ich kann mal eben Kalmar gucken. Einen Moment. Klagenfurt. Viel nach Süden runter. Malmö, nee. Paris, Karlskrona, nee. Vielleicht Helsingborg, dass man erstmal nach Westen rüberfährt und dann nach Norden hoch, wäre auch eine Möglichkeit, ne? Habe ich auch, glaube ich, nix. Nein, ich meine schon nach Bergen fahren, aber halt von Karlskrona nach Westen Richtung Helsingborg und dann von Helsingborg die Küste entlang. Okay, nach Helsingborg hätte ich halt nix oder in die Ecke da. Ach. Von Karlskrona nach Bergen über Helsingborg. Ja. Ja, dafür musst du ja keine Fahrt nach Helsingborg haben. Ja, ich kann ja wieso durch nach Bergen. Ja, eben. Ja. Das sag ich doch. Dann entscheide dich. Ja, ich müsste halt erstmal eine Fahrt überhaupt in die annähernde Richtung haben. Ich dachte, darüber hätten wir gerade diskutiert. Ja, ich hab doch gesagt, dass ich ja in die Richtung nichts habe. Also, ich hab hier Stavanger. Hast du Kopenhagen? Kopenhagen habe ich nicht entdeckt, nee. Also ich könnte... Nee, ich meine als Frachtort, dann wärst du zumindest schon mal wieder in Skandinavien.
Nein, ich werde es jetzt wie folgt machen. Ich habe eine Tour nach Stavanger, ne? Das ist ja ein Fährort, südlich von Bergen. Und ich werde dann mit der Fähre eben von Danzig nach Stockholm fahren und dann von Stockholm wieder nach Danzig und dann von Danzig nach Karlskrona und dann werde ich von da aus meine Tour starten. Warum fährst du nicht direkt von Danzig aus hier hin? Weil ich keine Tour habe. Ja, du kannst auch ohne Tour. Das ist ja nur bis zur Fähre. Ich habe auch in Karlskrona keine Tour in die Richtung. Ja, aber was willst du dann vorher in Stockholm? Ja, eine Tour abholen. Nach Stavanger, südlich vom Berg. Mach einfach. Wobei, dafür springe ich eben nach Uppsala, das ist kürzer. Oder es geht schneller. Aber ich würde sagen, für die Folge haben wir es auch erstmal schnell genug über die Bühne gebracht bekommen. Ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn ich dann nach meiner kleinen Odyssee hier einen Trailer habe. Yo, ciao. Tschüss. Tschüss.